Unser Thema ist Logarithmen. Logarithmen, ich schreibe mal das Wort an. Und Logarithmen, das sei unser Thema heute. Und wir werden uns damit beschäftigen, wie wir so eine Frage lösen können, wenn es heißt zum Beispiel 2 hoch 2, dann wissen wir, dass das ist 4, ne? Aber wenn ich frage, 2 hoch x ist gleich 5, dann haben wir ein Problem als solches, weil im Kopf können wir ja lösen, 2 hoch 2 ist ja 2 mal 2, aber 2 hoch, ja, 2 hoch, und bei solchen Rätselfragen, da sind Logarithmen dann sehr hilfreich, ich radiere das nochmal weg, wir müssen uns an eine neue Schreibweise gewöhnen. Und zwar Schreibweise insofern, ich nehme mal wieder das Beispiel mit der 2, 2 hoch 3 ist 8, das wissen wir auch, das ist nichts Besonderes, 2 mal 2 mal 2. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir uns irgendwie was überlegen. Und zwar, ausgehend von der 2 kann ich sagen, ist 3 der Exponent, um 8 rauszukriegen. Umgekehrt, wenn ich von der 8 ausgehe, dann ist 3 der Logarithmus. Das hört sich jetzt alles etwas kompliziert an. Wir müssen uns aber dann bloß dran gewöhnen. Und kompliziert vielleicht, dass wir sagen, ach, wieso sagen wir jetzt plötzlich Logarithmus? Eigentlich können wir ganz für den Hausgebrauch behaupten, der Logarithmus ist nichts anderes als eigentlich nur der Exponent. Aber vorsichtig, auf eine bestimmte Basis bezogen. Das hier ist die Basis. Die 2 ist die Basis. Das ist der Exponent, die 3. Und das ist das Ergebnis, was bei dieser Rechenoperation 2 hoch 3 herauskommt. Der Logarithmus ist im Prinzip ganz grob und für den Hausgebrauch gesagt immer nur ganz einfach der Exponent. Ein anderes Beispiel wäre 2 hoch 4. 2 hoch 4 ist 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16. Und auch da gilt das Gleiche. Aber umgekehrt jetzt, 4 hoch 2 ergibt ja auch 16. Dann heißt das, wir müssen wirklich auf die Basis achten. Denn 16, das Ergebnis kommt bei beiden raus, aber einmal heißt der Exponent 4 und einmal heißt der Exponent 2. Das heißt, wenn ich nicht auf die Basis achte, komme ich mit dem Wort Logarithmus doch entsprechend durcheinander. Jetzt, wie schreibt man sowas um? Umschreiben macht man wie folgt. Man sagt, das sieht jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aus und jetzt müssen wir vor allem uns an sauberes Schreiben gewöhnen. Ich sage gleich nochmal warum. Der Logarithmus zur Basis 2 von 8 ist gleich 3. Nochmal. Der Logarithmus zur Basis 2 von 8, also von dem zukünftigen Ergebnis, ist 3. Ich könnte auch sagen, der Exponent, den ich auf die 2 setzen muss, denn das ist ja meine dicke große Basis, die wird hier aber kleiner geschrieben, um 8 zu erhalten, ist 3. Wir werden dann gleich eine Schreibübung machen. Wie müsste es jetzt lauten? Der Logarithmus zur Basis 2, wir haben ja hier wieder eine 2, vom Ergebnis, sprich 16, von 16 ist 4. Und hier heißt es dann, der Logarithmus zur Basis 4. Hier haben wir die 4, das ist die Basis jetzt. Von 16 wieder ist aber 2. Ich mache mal kurz eine Pause. Bis dahin klar? Wenn nicht, dann fragen jetzt. Ne? Das ist jetzt im Prinzip, Mathe ist Schreiben, sage ich ja immer. Das ist im Prinzip jetzt eine Schreibübung. Und die Schreibübung, die werden. Ja, bitte. Ja. Machen wir dann. Wir müssen uns jetzt aber unbedingt an die neue Schreibweise gewöhnen. Deswegen, ich greife jetzt nochmal eine Frage auf. Was ist jetzt, wenn da irgendwo ein x steht? Richtig, aber wir werden jetzt an der Stelle noch nicht uns schon mit Variablen beschäftigen, sondern wir müssen uns unbedingt per Umschreibeübung an diese neue Schreibweise gewöhnen. Am besten gewöhnt man sich, indem man sich nämlich richtig anstrengt, also indem man selber entsprechend rangeht und sagt, ich probiere das jetzt aus. Ich schreibe euch jetzt hier ein paar Beispiele an, also zum Beispiel 5 hoch 3 ist 125 und ihr gewöhnt euch daran, das umzuschreiben. In der Zeit werde ich dann das Video anhalten.
Also jetzt zum Nacharbeiten dann auch für zu Hause werde ich das wie folgt machen. Ich schreibe euch jetzt die Aufgaben an, am besten gleich auf ein zweites Blatt. Und wir werden das dann so machen, dass ihr dann diese in logarithmische Schreibweise umwandelt. Also 5 hoch 3 ist 125 oder 5 hoch 4 ist 625 oder 7 hoch 2 ist ja 49. Was habe ich mir noch notiert? 3 hoch minus 2. Das ist nicht schlimm, wenn der Exponent negativ ist. Ist nicht schlimm. Was ist 3 hoch minus 2? 3 hoch 2 ist 9. Und? Vorsicht, hoch minus 2? Ein Neuntel, ja, genau. Ich schreibe jetzt mal die Ergebnisse ruhig dazu. Ihr müsst dann bloß umschreiben üben. 2 hoch 1/2, nichts anderes als die Wurzel, ne? Hoch 1/2, ist demzufolge Wurzel aus 2. Ne? So kann man das. Wir können ja nicht 1,414 und so weiter hinschreiben. Wir würden es ja ewig dumm schreiben. Genauso wie die Wurzel aus 5 in Klammern hoch 2. Wir wissen, dass Wurzel und hoch 2 sich gegenseitig aufheben, muss 5 sein. Aber ihr müsst die Schreibweise darauf anwenden. Noch eine Aufgabe, 81 hoch 1 Viertel. Was muss das sein? Das ist die vierte Wurzel aus 81. Muss 3 sein, ne? Jawohl. Wirklich 3? Ja? Probieren wir es mal. Mal sehen, ob das stimmt. Wir werden es dann beim Logarithmieren, sagt man dazu, werden wir das auch hinkriegen. Und jetzt kommt noch eine verrückte Aufgabe, die scheinbar so im Kopf nicht lösbar ist. Aber das macht nichts. Wir wollen ja umschreiben üben. Gibt es bis dahin erstmal Fragen? Ansonsten mache ich jetzt erstmal hier Pause und ihr könnt dann mit der Umschreibeübung anfangen. Keine Fragen? Gut, ich mache erstmal schnell die Pause-Taste. Action, los, ran! Ihr müsst das jetzt machen, sonst gewöhnt ihr euch nicht an die Schreibweise. Ich schreibe nochmal das Beispiel von der 2 hoch 3 ist 8 an, ne? So, na denn. Kann ich weitermachen? Alle soweit? Jemand noch nicht? Keine Schande. Gut, okay. So, wir machen an der Stelle weiter. Jetzt kommt die Auflösung. Entsprechend diesem Teil hier, diesem Teil, den ich nochmal hingeschrieben habe, so wie das hier oben gedacht war, ne, diese Schreibweise, müsste jetzt Folgendes passiert sein. Ich werde das mal kurz weglöschen hier, damit wir eventuell noch Platz gewinnen. Und das erste müsste also heißen, Logarithmus, man spricht das auch so, zur Basis 5 von 125 ist gleich 3. Dann müsste stehen, der Logarithmus wieder zur Basis 5 von 625 ist 4. Der Logarithmus zur Basis 7 von 49 ist 2. Der Logarithmus zur Basis 3 von 1 Neuntel. Merkt ihr was, dass man hier unbedingt sauber schreiben muss, sonst wird die 3, wenn sie zu groß ist, plötzlich zu 3, 1 Neuntel und so weiter und so fort. Solche Dinge dürfen dann nicht passieren. Muss dann minus 2 sein. Der Logarithmus zur Basis 2 von Wurzel aus 2 ist gleich 1/2. Und hier wird es noch verrückter mit dem Sauberschreiben. Der Logarithmus zur Basis Wurzel aus 5 von 5 ist gleich 2. Hier der Logarithmus zur Basis 8 von 3 muss ein Viertel sein. 81, Entschuldigung. Zur Basis 81, danke. Und der Logarithmus von, ja, jetzt geht's los. Was muss ich denn schreiben? Zur Basis x, genau, die kennen wir nicht, noch nicht, aber wir müssen sie trotzdem genau dahin schreiben. Von 12 soll 3 sein. Hat das bis dahin soweit geklappt? Freut mich.
Gut. Machen wir mal ruhig auf der nächsten Seite weiter. Und zwar, haha, was machen wir, wenn da steht, der Logarithmus zur Basis 2 von 64? Was müssen wir dann eigentlich machen? Der Logarithmus